Proverbs 31, verses 8 and 9. Sprüche 31. Sprüche 31. Die Verse 8 und 9. In Sprüche 31, Vers 8 lesen wir: Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you for a new day. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen neuen Tag. We ask you for the strength to complete the work we've begun. Wir bitten dich um Kraft, um dieses Werk, was wir angefangen haben, auch zu beenden. Pray, Lord, that you would help us to seek and to find your wisdom. Wir beten, dass wir deine Weisheit suchen, aber auch erkennen. That all that is said will be true to your word. Dass alles, was wir hier weitergeben, wirklich deinem Wort entspricht. And that we will be well equipped to serve you. Und dass du uns ausrüstest, um dir zu dienen. We ask in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. This morning we're going to talk about issues relating to different forms of abuse. Wir möchten heute Morgen das Thema Gewalt oder Missbrauch, auch häusliche Gewalt ansprechen. In the United States, this is an issue about which there is a great deal of controversy right now. Und ich muss euch eingangs schon sagen, dass dieses Thema zumindest in meinem Land, in den Vereinigten Staaten, momentan für sehr viel Konflikt sorgt. And there has been a great deal of criticism of biblical counselors. Und insbesondere werden biblische Seelsorger deswegen momentan sehr angegriffen. Now, I don't know how much of that has reached Germany. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das auch hier nach Deutschland rübergeschwappt ist. So, but I'll tell you a little about it anyway, because usually whatever we start comes over here. Ja, aber ich will euch schon mal vorwarnen, weil im Grunde genommen ist es meistens so, dass was bei uns losgeht, ereilt euch auch irgendwann. Actually, your liberal theologians send to America, and our evangelicals send our problems to you, I think. Ihr habt uns eure liberalen Theologen geschickt, aber wir schicken euch unsere problematischen evangelikalen Theologen. So, when I was originally trained in counseling, this would be back in the late 1980s. Als ich meine Ausbildung in der biblischen Seelsorge begonnen habe, und das war frühe 80er Jahre, there was a great emphasis upon preserving marriage. Gab es ein großes Schwergewicht auf dem Anliegen, die Ehe zu bewahren, zu retten. And with the rise of what would be called no-fault divorce, meaning anybody could be divorced for any reason. Und dadurch, dass auch in der Gesellschaft ja die Ehe immer minderwertiger geworden ist, man kann sich ja aus jedem Grund scheiden lassen. And even starting in the 1970s, there was approximately a 50% divorce rate, meaning, you know, one divorce for every two marriages. Starting in the 70s. Oh, ja. Also das hat in den 70er Jahren begonnen, dass die Scheidungsrate immer weiter gestiegen ist. Also wir waren dann irgendwann mal auf zwei Eheschließungen, kam eine Scheidung. There was a concern that Christians were being influenced by the world and were following their practices regarding marriage. Und berechtigterweise gab es natürlich die Befürchtung, dass die Christen wieder mal der Welt folgen, auch in diesem Bereich. And so conservative evangelicals were very concerned to protect God's institution of marriage. Und so haben gerade die konservativen Christen ein großes Augenmerk darauf gelegt, wie können wir die Ehe schützen? In Matthew 19, Jesus said, "What God has joined, let no man separate." In Matthäus 19 sagt der Jesus unmissverständlich, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. And there really are many cases among professing Christians where one person wants to leave the marriage for no biblical grounds. Und es gibt sehr viele Fälle, dass unter gläubigen Christen einer von beiden, ohne dass er biblische Gründe dafür aufweisen kann, die Ehe verlassen möchte. And so when people came for counseling, the great effort was to hold the marriage together. Und wenn Leute dann Paare zur Seelsorge kamen, dann lag ein großes Augenmerk darauf, die Ehe zusammenzuhalten. Now, when it came to
mistreatment in the marriage of one spouse or even both spouses. Wenn es dann tatsächlich zum Missbrauch kam innerhalb der Ehe, ausgehend von einem Partner oder sogar von beiden Partnern. Marriage is complicated. Klammer auf, Ehe ist nicht einfach. As of today, it's been 43 years. Ich habe heute Hochzeitstag, 43 Jahre. The person who deserves the applause is out taking a walk. Die Person, die wirklich den Applaus verdient, macht gerade einen Spaziergang. In Genesis 3:16, the last phrase, the Lord warns the woman, your desire shall be for your husband and he will rule over you. Ja, ihr wisst die Konsequenzen des Sündenfalls, die unter anderem in 1. Mose 3, Vers 16 für die Frau benannt werden. Und da heißt es am Ende, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. And my understanding of what that means is that because of the fall, there's going to be conflict in marriage. Mein Verständnis von diesem Vers ist, wegen dem Sündenfall wird es in der Ehe Konflikte geben. When it says to the woman, your desire shall be for your husband. Und wenn es hier im Vers 16 heißt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. I don't think it means like your emotional or sexual desire is going to be so strong. Dann glaube ich nicht, dass der Text damit meint, deine emotionale oder sexuelle Verlangen nach deinem Mann wird ganz stark sein. I think the likely meaning of the Hebrew word is that you'll have a desire to take over, you'll have a desire to control. Yeah, parallel to Genesis 4. That's where I'm going. Okay. Ja, ich bin überzeugt, dass dieser Text oder dieses Wort, das hebräische Wort, mehr das ausdrücken will, dass die Frau tatsächlich die Herrschaft in der Ehe anstreben will. Durch den Sündenfall. As Mike just pointed out to me, or reminded me, in Genesis 4:7, when the Lord is warning Cain about his sinful desire, the same Hebrew word is used. So you can read chapter 4, verse 7. Ja, lasst uns Kapitel 4, Vers 7 lesen, weil es gibt tatsächlich ein verbal inspiriertes Wörterbuch zum Hebräisch und das ist die Bibel selbst. Das heißt, man schaut, wo wurde das gleiche Wort eingesetzt und gleich im nächsten Kapitel sehen wir in 1. Mose 4, Vers 7 das gleiche Wort. Ist es nicht so, dass die Seelsorge Gottes an Kain, wenn du recht tust, erhebt sich dein Angesicht. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir, und jetzt kommt das gleiche Wort, nach Kain wird ihr der Sünde verlangen sein. Du aber sollst über sie, die Sünde, herrschen. So sin was wrongfully trying to control Cain. That seems to parallel the temptation of the wife, the temptation to take over in the marriage. Ja, dieses Verlangen der Sünde nach Kain war kein positives Verlangen, das war ein negatives Verlangen. Die Sünde wollte die Oberhand gewinnen im Leben Kains und das ist die Parallele zu 1. Mose 3:16. And then the other side is that the husband will rule over you and I think that refers to the husband being tempted to use his superior force and strength to crush his wife sometimes, to control her inappropriately. Und der Vers 16 endet ja nicht dort, sondern es heißt dann weiter, er aber wird über dich herrschen. Das heißt, durch den Sündenfall wird der Mann immer wieder versucht sein, seine Stellung zu missbrauchen, dass er kein liebevoller Leiter ist, sondern ein Autokrat in der Ehe. And I should make one other point, and that is that some people will look at this verse and say that the man's leadership and the wife's subordination is the result of the fall, and that's not true. Manche schauen den Vers an und wollen daraus schließen, aha, schaut mal, diese, was wir Schöpfungsordnung nennen, dass der Mann der Leiter sein sollte und die Frau ihm folgen sollte, ist ja eigentlich nur eine Folge des Sündenfalls. In Genesis 2:18, the woman was to be the helper for her husband. Das stimmt nicht, weil wenn ihr zurückgeht vor dem Sündenfall, 1. Mose 2:18, wird die Frau als Gehilfin für den Mann gemacht. And then in the New Testament, Paul affirms that the different roles of men and women are established by God from creation. It's not just because of the fall. Und Paulus bestätigt diese Schöpfungsordnung, dass im Neuen Testament, dass der Mann, der liebevolle Leiter in der Ehe sein sollte, war von Anfang an durch die Schöpfung so. If you could read 1 Corinthians 11, 9, please. Lest dazu bitte 1. Korinther 11, Vers 9.
1. Korinther 11, Vers 9, eigentlich beginnt der Vers schon auch im Vers 8. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau ist vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. And so in the New Testament, Paul still calls upon husbands to lovingly lead their wives and wives to follow the leadership of their husbands. Im Neuen Testament bestätigt Paulus diese Schöpfungsordnung, die von Anfang an galt, dass die Männer die liebevollen Leiter ihrer Frauen sein sollten und die Frauen ihnen folgen sollen. So Genesis 3:16 warns us that in a fallen world marriages will often be a struggle for control. Aber 1. Mose 3:16 ist eine Warnung, dass in einer gefallenen Welt Ehen oftmals der Schauplatz für Machtkämpfe sein werden. You have two sinners together who are going to be tempted to be selfish and to try to manipulate and control the other. Zwei Sünder gehen einen lebenslangen Treuebund ein und natürlich werden sie versuchen, sich gegenseitig zu manipulieren und zu beherrschen. The hope in the New Testament in Ephesians 5:22-33 is the gospel enables believers to begin to live out what God's ideal had been for marriage before the fall. Aber die große Hoffnung, die gerade das Neue Testament, die gerade das Evangelium bietet, Epheser 5:22-33 ist, dass der Mann, dass die Frau wirklich diese Ehe so führen können, wie Gott sich das eigentlich ursprünglich vor dem Fall gedacht hat. Where the man as a believer will be able to strive to be Christ-like and to be a loving servant in his leadership rather than being a domineering brute. Indem der Mann in aufgrund des Evangeliums nach Christusähnlichkeit strebt und deswegen zum wirklich liebevollen Leiter wird, der bereit ist, das Leben für seine Frau zu geben und nicht zu einem Alleinherrscher. And likewise, the wife will be able to joyfully follow her husband's leadership as she does so for the Lord's sake. Und genauso auch für die Frau. Die Frau kann sich dem Mann unterordnen, um Christi willen und ihn zu imitieren, wie er sich untergeordnet hat. And yet, even in a Christian marriage, as those of us who have married know, it's not always easy. Nichtsdestotrotz, wir müssen klar sagen, die von euch, die Christen sind und verheiratet sind, wissen, das ist nicht immer einfach. Now, getting back to the way I was trained. Und ich will jetzt wieder zurückkommen an den Anfang, wo ich meine Ausbildung in der Seelsorge bekommen habe. As the world made divorce easier and marriage and valued marriage less. Die Welt hat die Ehe inflationiert, ja. Heute wird sich wegen Kleinigkeiten geschieden. A lot of the emphasis in counseling was telling people they shouldn't divorce. Und weil das in der Welt immer schlimmer wurde, wurde auch der, wenn ich so sagen darf, der Druck in der Seelsorge auch immer stärker, bloß nicht scheiden. And often that's the right counsel to give. Und natürlich, in den meisten Fällen ist das der richtige Rat. But as it related to the issue of spousal abuse, I think some, like the pendulum was too far in one direction. Aber wenn es dann um Missbrauch in der Ehe geht, dann denke ich, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung hat sich das Pendel in der biblischen Seelsorge zu stark auf die eine Seite geworfen. That we tended to only look at physical abuse as being a reason why an innocent spouse could get away even in a separation. Ja, damals wurde gelehrt, dass ausschließlich wenn es eine Gefahr für Leib und Leben gibt, dass die Frau dann das Recht hat, sich zu trennen. So unless there was blood or bruises or broken bones, we would generally try to say, you need to stay, you need also to stay. Ein bisschen überspitzt gesagt, wenn ich das Blut spritzte, wenn es keine gebrochenen Knochen gab, dann war immer der Rat, du musst da drin bleiben. Now, in recent years, among biblical counselors, there's been a recognition that you can deeply hurt somebody without actually leaving physical marks. In den vergangenen Jahren wurde auch in der biblischen Seelsorge sehr betont, dass Missbrauch nicht erst beim körperlichen Missbrauch anfängt. Du kannst jemanden extrem verletzen, ohne dass du an seinem Leib Spuren hinterlässt. That it's usually the husband who is guilty of other forms of what has been called abuse. Und in der Regel ist der Mann der Schuldige, der andere Formen des Missbrauchs ausübt. But we've had cases as well where a wife was guilty of various forms of abuse, including physical. Aber es gibt selbstverständlich auch den umgekehrten Fall, dass die Frau die Missbrauchende ist, inklusive körperlichen Missbrauch. But there have been recognition, for example, if the husband is next to his wife and he's threatening to hurt her, but he never does, that's still
is very bad and very dangerous. I'm sorry, I get... If the husband comes to his wife and he's threatening, like, I'm going to get you, he doesn't actually do it, that still is terribly abusive. Ja, keine Frage, allein ein drohendes Gebären ist bereits der Anfang von Missbrauch. Das stellt schon Missbrauch dar. Or if he doesn't hurt, but he hits the wall and puts his fist through. Ja, und selbst wenn er gewalttätig wird, nicht direkt seiner Frau gegenüber, sondern lässt seinen Zorn an der Wand aus, das ist Missbrauch. And she realizes that she could be next after the wall. Ja, stellt euch die Frau vor, wenn sie sich dann dieses Loch in der... Die Amerikaner haben nur Rigips. Yeah. I had to explain that. This is drywall as well, but usually Germans use brick, so there is no hole in the wall. That occurred to me, actually. There are other forms of mistreatment that also have been recognized. Ja, also mit anderen Worten, in der biblischen Seelsorge gab es ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Missbrauch natürlich auch andere Formen annimmt, wie körperlichen Missbrauch. It can include manipulating the children to turn them against the other parent. Das kann zum Beispiel sein, dass der eine Ehepartner die Kinder gegen den anderen aufwiegelt. Your father doesn't really love you. Dein Vater hat euch nicht wirklich lieb. Because of all the bad things he does. Schaut euch all die bösen Dinge an, die er tut. There can be mistreatment by, and I've had a case where it was actually a woman, a wife, who she sounded like that, actually. Ja, also ich hatte in der Seelsorge eine Frau und hat sich, wenn sie gesprochen hat, nicht ganz anders angehört. But she basically told her husband, you're not allowed to talk to your parents or your siblings because they don't like me, and so I forbid you from ever talking to your Die Frau hat zum Beispiel die Forderung aufgestellt, ich verbiete dir, jeglichen Kontakt mit deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern zu haben. And perhaps even worse, I had a husband who told his wife same kind of thing. You're not allowed to talk to any of your friends or any of your family members without me approving. And so this very sinful control. Und das gab's auch schon in der anderen Richtung. Ich hatte einen Ehemann, der hat seiner Frau gesagt, du darfst keinerlei Kontakt außerhalb der Ehe haben, es sei denn, ich erlaube dir das. And part of the problem that would occur in evangelical churches is that because we believe in husbands leading, that some men horribly misused the privilege they have as husbands. Und wir wollen unumwunden zugeben, dass auch unter Evangelikalen die biblische Schöpfungsordnung von Männern missbraucht wurde für das, was wofür sie nie gegeben wurde, nämlich für ein Patriarchat, für ein selbstsüchtiges Herrschen. So because God made me the boss, if I tell you not to talk to your family, you must obey me. Gott hat mich zum Leiter eingesetzt. Wenn ich dir befehle, keinen Kontakt mit deiner Familie zu haben, musst du mir gehorchen. Because God made me the boss, even though I get drunk and I hurt you, you can't tell anybody. Gott hat mich zum Leiter eingesetzt und das, die Stellung ist unantastbar. Because God made me the boss, I'm not going to give you much money. You can't have a credit card. I'm just give you a little bit. I'm going to control you through money. Gott hat mir die Leitung anvertraut und deswegen bekommst du keine Bankkarte. Ich verwalte das Geld und du bist von mir abhängig. Another technique, and I don't know if you have the term gaslighting. People aren't saying that in Germany. So deception. Okay. Thema Täuschung, Betrug. Where the husband will tell the wife to do something and then she will do it, but then he'll say, I never told you to do that. Wenn der Mann zum Beispiel der Frau etwas sagt, was sie tun soll, und dann macht sie es, und dann kommt der Mann daher und sagt, ich habe dir das nie gesagt. And this is an example like trying to make her feel like she's crazy because she thinks things are one way and he says, no, you're wrong, it's not also, the way you wenn jemand absichtlich versucht, den anderen dahin zu führen, dass er an seinem eigenen Verstand zweifelt. I could probably come up with more. Und ich denke, ich kann euch noch andere Formen des Missbrauchs als Beispiel sagen. Am I missing anything major that you know of? Actually, gibt's was Großes, was ich jetzt verpasst habe? One more is sexually forcing the wife to do things that she doesn't want to do. Natürlich, auch im sexuellen Bereich gibt es Missbrauch, wenn der Mann oder meistens der Mann die Frau
zu etwas zwingt, was sie selbst überhaupt nicht tun möchte. So, the way I was trained was, if there's physical violence, then the woman has the right to go someplace safe. Und ich gehe jetzt noch mal ganz zurück zu den Anfängen, wo ich meine Ausbildung bekommen habe. Damals wurde gesagt, okay, wenn es mit körperlicher Gewalt losgeht, dann hat die Frau das Recht, sich einen anderen Ort zu suchen, ja, die Gemeinschaft zu verlassen, um sich selbst zu schützen. But if things were occurring that some would label today emotional abuse, that wasn't enough. Aber, und so war das damals die Ansicht, wenn etwas wie, und heute wird man dazu emotionalen Missbrauch sagen, auftrat, dann reichte das einfach als Tatbestand für eine Trennung noch nicht aus. So, first I'll just speak personally about how I've changed. Und ich möchte euch zunächst einmal ein Zeugnis davon ablegen, wie ich meinen Sinn in Bezug darauf geändert habe. I have learned to take these other forms of mistreatment much more seriously than I did 20 or 30 years ago. Ich habe gelernt, diese anderen Formen des Missbrauchs wesentlich ernster zu nehmen, als ich das vor 20 oder 30 Jahren tat. I believe that pain can be inflicted emotionally that can be as bad or worse than physical pain. Ich bin heute überzeugt, dass du einer anderen Person Schmerz auf eine emotionale Weise zufügen kannst, ohne sie zu berühren, der viel schlimmer sein kann als körperlicher Missbrauch. One pastor's wife who felt that she was being mistreated so many ways by her husband said, I wish he would hit me so somebody would take this seriously. Ich hatte mal die Frau eines Pastors, die gesagt hat, mein Mann hat mich auf so viele Arten und Weisen missbraucht, ich wünschte mir, er würde mich schlagen, damit mir endlich jemand glaubt. So I now take these other forms of mistreatment much more seriously when I'm counseling. Ich sag's noch mal, in der Seelsorge nehme ich diese anderen Formen des Missbrauchs heute wesentlich ernster. And one thing I did, it's been a couple of years ago, is I actually have gone back to several women that I counseled like in the 90s or early 2000s and sought their forgiveness. Und ich darf sagen, dass ich heute auch einige Frauen, denen ich damals in den 80er Jahren Seelsorge gegeben habe, aufgesucht habe, um sie um Vergebung zu bitten. And I said I realized that I and my other leaders that I was involved with should have taken more seriously the suffering you were experiencing. Und ich habe ihr gesagt, dass ich und auch die anderen Leiter, die damals beteiligt waren, dein Leiden damals hätten ernster nehmen müssen. And I should have done more to hold your husband accountable for his mistreatment of you. Und ich hätte auch mehr tun müssen, um deinen Ehemann für seine Misshandlung, für seinen Missbrauch zur Rechenschaft zu ziehen. There were cases where I think a woman felt that if she were even to move out, I'm not even saying divorce, but just move out, she was fearful of church discipline. Es gab Momente, wo Frauen Angst hatten, ich rede gar nicht von Scheidung, sich von ihrem Mann zu trennen, weil sie dachten, dann werden sie unter Gemeindezucht gestellt. And I now would believe in some of these cases that she was free to go someplace safe, and it didn't just mean safe from guns and knives, but things can be so bad, I think she has the right to be safe otherwise. Ich glaube heute, dass es wirklich auch Momente gibt, dass eine Frau sich zum Schutz vom Mann trennen kann und das nicht erst, wenn er ihr eine Pistole unter die Nase hält. Now, we've talked some about how we can learn through the common grace observations of unbelievers. Wir haben ja zuvor in diesem Seminar schon mal erwähnt, dass wir aufgrund der allgemeinen Gnade auch von Ungläubigen lernen können. These various manifestations of abuse I've been describing are written about in a lot of secular literature for abuse ministries. Ja, in der säkularen Wissenschaft wurde viel Aufwand betrieben, um die verschiedenen Formen des Missbrauchs ausreichend zu beschreiben. And it's too small for you to see here. You can look it up online. But there's a diagram called the Duluth Power Wheel. Duluth is a city in Iowa, tech in US. Ihr könnt das jetzt hier nicht sehen, weil das auf meinem Skript sehr klein abgedruckt ist. Aber es gibt hier eine Grafik, die nennt man, ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll. Duluth ist ein Ort in Texas. Nach dem Ort wurde diese Grafik benannt. Und das ganze Ding heißt Power Wheel. Ja, K
Kraftrad ist bestimmt nicht die. Es geht um Macht eigentlich. Diese Machtspirale, aber es ist auch keine Spirale. Machtzirkel wäre vielleicht ein gutes Wort. Machtzirkel. It wasn't Texas. I messed up when I said that. Es ist nicht Norden Texas, aber das ist egal. Anyway, this would be in my mind an example of how psychologists in common grace can accurately describe a problem. Ich denke, dieser Machtzirkel ist ein gutes Beispiel dafür, wie Psychologen oder andere ein allgemeines Problem, was in dieser Welt auftritt, sehr präzise beschreiben können. But as we go, I'm going to show you also that it has the flaw of wrongly interpreting what the problem is. Aber ich will auch an der Stelle sagen, natürlich gibt es hier wieder das Problem, dass es Fehler in der Interpretation gibt, woher diese Probleme wirklich rühren. And it also promotes what I believe to be the wrong solutions. Und nach meiner Meinung empfehlen dann diese Wissenschaftler oder Therapeuten, Psychologen auch die falschen Lösungen. But even the most conservative biblical counselors, like at Masters University, now speak of abuse in these categories that are very similar to the Duluth Power Wheel. Aber selbst die konservativsten biblischen Seelsorger, und dazu gehören auch wir vom Masters Seminary oder University, erkennen diese verschiedenen Formen des Missbrauchs an, über den körperlichen oder neben dem körperlichen Missbrauch. Now, they would not teach the Duluth Power Wheel because of the interpretation and the solution that are wrong. Dort werdet ihr wahrscheinlich nicht diesen Duluth Machtzirkel finden, einfach aufgrund der fehlgeleiteten Interpretationen und Maßnahmen, die vorgeschlagen werden. And so, as I mentioned, I admit that I was on the wrong extreme in this direction. Und ich wollte euch das einleitend sagen, dass ich mich zu einer Zeit in meiner Seelsorge wirklich in einem falschen Extrem befunden habe. My concern now is that the pendulum is swung too far in the other direction. Und ich habe euch bewusst auch mein Zeugnis gegeben und von meiner Buße erzählt, weil ich heute die Befürchtung habe, dass jetzt in der biblischen Seelsorge das Pendel nicht in der Mitte stehen bleibt, sondern zu weit auf die andere Seite schwingt. And there's a lot to that, but I'm going to give you one basic example of how it's going too far the other way. Dazu kann man jetzt ganz viel sagen, aber ich will euch ein kleines Beispiel davon geben, wo ich denke, dass das Pendel leider zu sehr in die andere Seite ausschlägt. And part of the reason I will show you this example is an example of how right now there are people who call themselves biblical counselors and many Christian counselors who have adopted the interpretation and the solution proposed by the secular people. Ich denke, es gibt eben biblische Seelsorger, oder sie nennen sich biblische Seelsorger, man müsste sie christliche Seelsorger nennen, die eben nicht nur die Beobachtung adaptiert haben, sondern auch die Interpretation und die Lösung aus dem säkularen Bereich. And so the interpretation that the secular people give to all these bad behaviors is that men are fighting, they want to have control. Die grundlegende Interpretation im säkularen Bereich, warum all dieser Missbrauch auftritt, ist immer nach dem Schema, die Männer streben nach der Kontrolle. And that they will hurt other people, they do all of these bad things because they want control. Und die verletzen damit andere Menschen und tun das alles immer wieder aus diesem einen Motiv, Kontrolle, Macht. Now, there is some truth to that. Keine Frage, natürlich ist da Wahrheit dran. Go back to Genesis 3:16. Das haben wir ja gerade in 1. Mose 3, Vers 16 gelesen. It says, he will rule over you. Der Mann wird über dich herrschen. And so you have sinful men who use their greater power to maintain control over a woman, either a wife or a partner. Keine Frage, gibt es sündige Männer, auch Christen, die ihre Überlegenheit, teilweise oft körperliche Überlegenheit, nutzen, um die Frau zu kontrollieren, zu beherrschen. That they want their wife to do what they want, when they want it done, the way they want it done. Und sie wollen einfach, dass die Frau das tut, was sie wollen, zu dem Zeitpunkt, wann sie wollen und auch auf die Art und Weise, wie sie das wollen. And they will find a way to punish the wife if she doesn't deliver on what they expect. Und sie haben auch längst Wege gefunden, wie sie ihre Frau strafen können, wenn sie nicht das liefert, was sie von ihr erwartet.
But the interpretation is more complicated than just power. Aber die Deutung dieser Ursachen ist ein bisschen komplexer als einfach nur zu sagen, es geht um Kontrolle oder Macht. Typically, you have two sinners. Normalerweise hat man es mit zwei Sündern zu tun. And there's a tendency to say, oh, the only sinner is the man. Und es gibt leider heute die Tendenz, dass nur der Mann der große Sünder ist. And the woman is the oppressed person. Und die Frau von vornherein die Unterdrückte ist. And so the woman really can do no wrong. Deswegen kann der Fehler nie bei der Frau liegen. And this really gets to their solution. Und das spielt dann natürlich in die Lösung ein. Their solution is power must be taken away from the men. Die Lösung wird dann meistens wie folgt gesucht: Man muss dem Mann die Macht nehmen. And they would actually say in their interpretation, talking about evangelical Christians, that the reason abuse takes place among evangelicals is because evangelicals teach male headship. Und ihr wisst, wenn man so einseitig an das Thema drangeht, dann ist man nicht mehr weit davon weg, den Feind sofort bei den Evangelikalen zu finden, weil die sind es doch, die sagen, es gibt eine Schöpfungsordnung, der Mann soll doch der Leiter sein. And so because the Bible, well, we believe the Bible teaches that men should be leaders in the home, they would say that's the men are, you know, that's a bad teaching that results in oppression for women. Ja. Nach unserer Auffassung lehrt doch die Schrift, dass der Mann der Leiter im Haus sein sollte. Und das ist nach ihrer Interpretation der Kern alles Bösen, der Ursprung alles Bösen. And their solution is to take power away from the men. Und die Lösung sieht dann wie folgt aus: Man muss dem Mann diese Stellung nehmen. And this is something that's now happening among evangelical Christians and even people that I would call former biblical counselors. Und ich will euch dafür sensibilisieren, weil dieser Pendelausschlag in die andere Richtung, der findet gerade nicht irgendwo statt, sondern unter Evangelikalen und auch unter solchen, die sich biblische Seelsorger nennen. They would say that because men have used their power oppressively. Sie schlussfolgern, weil der Mann seine Macht missbraucht hat oder seine Stellung missbraucht hat. That there should be no distinction in the marriage between the roles of men and women. Muss die Folge sein, wir müssen zu einer absoluten Gleichberechtigung der in den Rollen, in den Geschlechterrollen kommen. Now, I want to acknowledge men and women are equal spiritually. Ich will an der Stelle auch eine Klammer aufmachen und schnell sagen, geistlich sind Mann und Frau absolut gleich. Galatians 3:28, in Christ there's neither male nor female. Galater 3 Vers 28, in Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. 1. Peter 3:7, husbands are to regard their wives as fellow heirs of the grace of life. 1. Petrus 3 Vers 7, die Männer sollen ihre Frauen als Mitteilhaber der Gnade behandeln. But the Bible also teaches that God has made distinctions between the roles of men and women in the church and in the home. Aber auch wenn im Evangelium in der Identität der Mann und die Frau absolut gleich sind, bedeutet das nicht, dass die Geschlechterrollen automatisch aufgelöst sind. 1. Corinthians 11:3. 1. Korinther 11, Vers 3 zum Beispiel. Und da schreibt Paulus im Neuen Bund: Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber, der Mann, des Christus Haupt aber, Gott. So, one of the arguments. And I want to use a term. 1. Korinther 11, Vers 3. Egalitarianism teaches that there should be no difference between the roles of men and women in the church and in the home. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den Ausdruck im Deutschen gibt, aber Egalitarismus, keine Reaktion, bedeutet, dass gelehrt wird, im Haus gibt es keine Geschlechter, also Rollenunterschiede mehr. Mann und Frau haben genau die gleiche Rolle. The position that we believe is more biblical is complementarianism, that we are spiritually equal, but we have different roles that fit together. Aber die Sichtweise, die man Komplementarismus nennt, und die wir für die biblischere halten, bedeutet, geistlich gesehen sind Mann und Frau absolut gleich. Aber die Rollenverteilung in der Ehe ist trotzdem unterschiedlich. And we would use, for example, 1. Corinthians 11:3, that for the son to submit to the father is not
demeaning to the Son, it's the glory of the Son to submit to the Father. Schaut, wir würden zum Beispiel 1. Korinther 11, 3 als Belegstelle nehmen, wenn der Sohn sich dem Vater unterordnet, dann bedeutet das in keinster Weise, dass der Sohn deswegen minderwertiger ist. Ganz im Gegenteil, das verleiht dem Sohn Ehre, Herrlichkeit. The Son is fully God, the Father is fully God, the Spirit is fully God. Der Sohn ist völlig Gott, wie der Vater völlig Gott ist und der Heilige Geist völlig Gott ist, absolut gleich. The Son is not less than God. Der Sohn ist nicht weniger als Gott oder der Vater. But his glory is that he does the Father's will. Aber seine Herrlichkeit ist, dass er den Willen des Vaters tut. And then I believe Paul is using that analogy that in the church and in the home, God has given headship to the man. Und ich glaube, Paulus benutzt diese Analogie, um zu klären, in der Gemeinde und auch im Haus hat Gott dem Mann die Leitung anvertraut. Aber die Frau, die dem Mann gleich ist, so wie der Sohn dem Vater gleich ist, verherrlicht den Herrn, indem sie sich der Leitung des Mannes unterordnet, wie auch die Kinder. And so what's happening now in evangelicalism, even people who were formerly very conservative, is to say because churches have failed to protect women, men should no longer be leading churches. Und das meine ich mit diesem Pendelausschlag, der zu extrem ist in die andere Seite. Unter uns Evangelikalen und auch in Gemeinden, die sich als sehr konservativ gehalten haben, wird gesagt, weil der Mann so häufig seine Stellung missbraucht, müssen wir die Geschlechterrollen einebnen. And because men have misused their authority in the home, then we should no longer give men authority in the home. Weil der Mann seine Autorität in der Ehe oder im Haus so oft missbraucht hat, dürfen wir ihm diese Autorität nicht mehr geben. And that's the whole interpretation the Duluth Power Wheel gives to the problem of abuse, is that it occurs because men have too much authority, and that then the solution is the authority must be taken away. Und im Grunde genommen ist das eine Schlussfolgerung, die analog zu diesem Machtzirkel von Duluth ist, ja, weil im säkularen Bereich lehrt man genau das, ja, der Mann missbraucht seine Macht und deswegen muss die weggenommen werden. And so oder now, in my opinion, like I said, the pendulum was over here. Now I'm afraid it swung over here. Und ich sage euch meine Beobachtung, das ist meine Einschätzung, das Pendel, ja, in der Tat, war zu weit extrem auf der einen Seite, aber jetzt bleibt es nicht in der Mitte stehen, sondern schwingt zu sehr auf die andere Seite. And I'm concerned that Christian counselors are using worldly wisdom and interpretation to deal with this problem rather than submitting to the word of God. Und meine Befürchtung ist wirklich, dass biblische Seelsorger zu sehr Anleihen nehmen bei der Welt und ihrer Weisheit, anstatt sich dem Wort Gottes zuzuwenden. And they will even, in my view, reinterpret passages to try to make it fit with this ideology. Und das geht leider so weit, dass sie sogar die Schrift reinterpretieren, um sie ihrer neuen Sichtweise, ihrer Ideologie anzupassen. Rather than submitting to the word of God. Anstatt sich dem Wort Gottes wie gewohnt unterzuordnen. And so I'm going to give you some examples. Ich will euch dafür ein paar Beispiele geben. And I have written several blogs about this. Ich habe über das Thema einige Blogbeiträge geschrieben. And the blogs mainly I'll be drawing from is a series called The Abuse Pendulum. Und die Blogs, aus denen ich jetzt ein bisschen zitieren will, gehören alle in eine Reihe, die man mit dem Missbrauchspendel überschreiben könnte. And I'm taking the things that people are saying now. Und ich nehme einfach Zitate, aktuelle Zitate von Leuten heute. I'm trying to recognize there's an element of truth and legitimate concern they're trying to express. Und ich will wirklich auch fair sein und sagen, ja, da gibt's ein legitimes Bedenken, da ist Wahrheit dran, was da gesagt wird. But that they've gone to an unbiblical extreme that in their good intention. Aber so wahr die Diagnose ist, so extrem ist dann die Therapie, die sie vorschlagen. Now, actually, before I go to the pendulum part, I've also written blogs about helping churches to do better. Bevor wir uns diesem Missbrauchspendel und diesen Blogbeiträgen zuwenden, will ich euch sagen, ich habe auch ein paar Blogbeiträge für Gemeinden geschrieben, um ihnen eine Hilfe zu sein, das Thema besser anzugehen. So I think I'm going to start there. Und lasst uns erstmal dort anfangen. Even if you had notes, you couldn't follow me.
Wisst ihr, selbst wenn ich euch Notizen gegeben hätte heute Morgen, jetzt wäre der eh verloren. And so, one blog I've written is called "Helping Churches to Better Handle Cases of Abuse." Ich habe zum Beispiel einen Blogbeitrag geschrieben und der hat die Überschrift "Hilfe für Gemeinden, die mit häuslicher Gewalt besser umgehen möchten." I believe that church leaders, including women who counsel, need to be better trained at recognizing various forms of abuse. Ich glaube zum Beispiel, dass Gemeindeleiter, und das umfasst auch Männer und Frauen und auch Männer und Frauen in der Seelsorge, besser ausgebildet werden müssen, um Missbrauch zu erkennen. And I would briefly define abuse as a pattern of hurtful, oppressive behavior. Und um es ganz kurz zu sagen, Missbrauch ist das, was ein verletzendes Verhalten ausmacht. And that includes many of those categories I've already covered. Und viele der Kategorien kann man darunter schon fassen, die ich eben angesprochen habe. Threats, Drohungen, even like verbal anger, which Jesus says in Matthew 5 is like murder. Ja, und selbst nur Zornausbrüche, verbale Zornausbrüche, die der Herr in Matthäus 5 bereits als Mord bezeichnet. I was dealing with a case where a husband would get angry and he would call his wife names I'm not going to repeat to you right in front of their very small children, screaming at her. Ich weiß von einem Fall, wo der Mann zornig wurde und seiner Frau Begriffe an den Kopf geworfen hat, die ich hier nicht wiederholen werde, die so furchtbar waren, und das tat er vor den kleinen Kindern. Among the insults were accusing her of being a prostitute, but with worse words. Unter den Beleidigungen fanden sich Dinge wie, dass er sie wie eine Prostituierte bezeichnet hat, aber längst nicht mit so einem gewählten Wort. That he would yell at the children in out of control anger. Dass er die Kinder in seinem Zorn angeschrien hat. And she appeared to me to be a very humble, godly wife. Und nach meiner Ansicht war sie eine sehr demütige, gottesfürchtige Frau. And actually, she tried really hard to stay in the midst of these problems. Und die Wahrheit ist, sie hat wirklich alles versucht, um in diesen Problemen durchzuhalten. Which is another perspective of balance. Und da kommt wieder diese Balance ins Spiel. There are some people who are like ready to get out of the marriage as soon as there's any problem. Da gibt es die einen, sobald das kleinste Problem in der Ehe auftritt, wollen die schon sofort loslaufen. And there are some who stay and endure terrible mistreatment. Und dann gibt es andere, die halten durch, die harren durch und nehmen wirklich äußersten Missbrauch auf sich. And I've seen a lot of the women who have stayed when I would have even said, if you were my sister, I'm not telling you to divorce, but I would tell you, maybe you ought to go live with our parents for a while because it's dangerous. Ja, also es gab wirklich Momente, da habe ich Frauen gesehen, die in so schwierigen Lagen waren, dass selbst ich gesagt hätte, also wenn du meine Schwester wärst, dann würde ich dir raten, ich rede nicht von Scheidung, aber ich würde dir raten, eine Zeit lang zu deinen Eltern zu gehen. And so, and we began with the passage in Proverbs that leaders are responsible to protect the oppressed. Und lasst uns beginnen mit einem Abschnitt aus den Sprüchen, wo deutlich gelehrt wird, dass Leiter Verantwortung tragen, unter anderem dafür, die Unterdrückten zu schützen. And so we need to realize we need to learn to recognize where such oppression is taking place and be willing to take action to bring safety to those who are in danger. Wir müssen beides. Wir müssen auf der einen Seite geöffnete Augen haben und klar erkennen können, wo solcher Missbrauch stattfindet, und gleichzeitig auch den Mut haben, dort zu intervenieren. Abusers are often very good at giving an appearance that everything is fine. Der Täter ist oft sehr gewieft, nach außen hin eine Aura zu versprühen, und bei uns ist alles in bester Ordnung. They are master deceivers in many cases. In vielen Fällen sind sie wahre Meister der Täuschung. And so many times the church fails to recognize the abuse when they should have done so sooner. Und traurigerweise führt das dazu, dass in vielen Fällen
Gemeinden den Missbrauch nicht bemerken, obwohl sie schon viel früher hätten einschreiten müssen. Often the wife is afraid to tell anybody about the bad things that are happening. Nicht selten hat die Frau große Angst, irgendjemandem davon erzählen, was da alles im Haus abgeht. One reason is her husband has told her never tell anyone. Einer der Gründe ist natürlich, dass der Mann Druck ausübt und sagt, das sagst du nie irgendjemandem. And if you tell anybody else, I'll hurt you. Und wehe, du tust das, dann sollst du mich kennenlernen. Or if you tell anybody else, they won't believe you. Oder auch, kannst du ruhig erzählen, es glaubt dir sowieso keiner. Or if you tell anybody else, I'll kill myself. Oder wenn du damit hausieren gehst, nehme ich mir das Leben. Oftentimes abuse is recognized by a woman just saying one thing, or you notice a mark on her arm, and we have to look into these things. Deswegen muss man sensibel sein. Manchmal gibt es nur von der Frau zum Beispiel ganz geringe Hinweise, oder du siehst auch mal Spuren der Verletzung. And so churches in counseling, and this is important for counselors, we need to distinguish between ordinary marital conflict in a case where there's abuse, meaning a pattern of hurtful oppression. Ja, ich denke, als Seelsorger, als Gemeinden müssen wir lernen zu unterscheiden zwischen den gewöhnlichen Herausforderungen in einer Ehe, die es immer gibt, und diesen verletzenden, was war das zweite Wort? Verletzenden, how did you define abuse? A pattern of hurtful oppression. Ja, danke. I think I had another word, but that's ja. Good enough. Und wo es auf der anderen Seite aber Muster gibt von verletzender Unterdrückung. And abusers will always present the problem as just, this is an ordinary marital conflict. Der Täter geht natürlich immer daher und sagt, das sind unsere normalen Eheprobleme. And actually oftentimes victims will be the ones who are very quick to admit their sin. Und die Opfer sind oft häufig schnell bereit, ihre Sünde zu bekennen. And so you need to learn to ask good questions. Und deswegen sage ich dir heute schon, du musst lernen, gute Fragen zu stellen. There is conventional wisdom now, even among biblical counselors, that if there is abuse taking place, it may be wise to counsel the wife and the husband separately. Es gibt allgemeine Einsicht unter den biblischen Seelsorgern heute, dass es im Falle von Missbrauch durchaus gut sein kann, Mann und Frau getrennt zu befragen oder mit ihnen zu arbeiten, zunächst einmal. Why would that be? Warum ist das so? Ja, andernfalls traut sich die Frau wahrscheinlich in der Gegenwart ihres Mannes überhaupt nicht auszupacken. So the, yeah, the wife is intimidated. Die Frau fühlt sich bedroht. And then sometimes the husband, when they're together, he can take over and she will admit her sin. He'll make himself out to be the good guy and she's the bad guy. Und ich habe euch ja von dem Problem in Anführungszeichen erzählt, dass Opfer häufig sehr gerne bereit sind, schnell auch ihren Teil der Sünde zuzugeben. Und dann kann es sein, wenn sie zusammen sind, dass die Frau schnell ihren Teil zugibt und der Mann stellt sich als Held dar. And then, by the way, I'll say, I think I already said it, that the abuser always wants to treat it like this is just a normal problem and not admit how severe his sin is. Der Täter, das habe ich ja schon gesagt, tendiert immer dazu, ja, das sind normale Probleme in der Ehe, aber kann nicht sehen oder gibt nicht zu, wie schlimm die Sünde eigentlich ist, die da vorgeht. And sometimes we need to counsel the abuser separately so we can deal with him forcefully until he gets to the point where he's repentant. Und deswegen, entgegen der normalen Regel, kann es in so Fällen sehr angezeigt sein, getrennt mit den Eheleuten zu arbeiten, um zum Beispiel auch den Täter wirklich dahin zu bringen, wo er wirklich erkennen kann, was er da eigentlich tut. This is where the repentance card you guys got would also come in. Ja, an der Stelle ist auch diese Karte, die wir uns gestern angeschaut haben, wo die Merkmale einer echten biblischen Buße nach 2. Korinther 7 aufgezeigt werden, wirklich hilfreich ist. Abusers are experts in worldly sorrow. Denn Täter sind ebenso Experten, eine weltliche Buße, ja, ihr kennt den Vers 2. Korinther 7, 10, an den Tag zu legen. And sometimes I'll use that card with my, well, with the wife to help her to
understand how serious the problem is. Und manchmal benutze ich sogar dieses Kärtchen mit der Frau, um ihr zu zeigen, wie dramatisch, wie schlimm das Problem eigentlich ist. Or the abuser, just to show our evaluation of him and why it may not be safe for his wife for him to be around. Oder ich benutze auch diese Karte beziehungsweise natürlich das Wort, um dem Täter zu zeigen, wie dramatisch das ist, was da vor sich geht und welche Konsequenzen das hat. Rather than the abuser welcoming accountability and thanking you for helping him, he doesn't do that. He doesn't. Ja, also selten ist der Täter bereit, ja, schnell zu sagen, oh, ich danke dir, dass du mich rechenschaftspflichtig hältst und dass du mich mal richtig zurechtweist. He tends to rebel against authority and criticize the process. Täter sind meistens sehr rebellisch jeglicher Autorität gegenüber und finden dann auch jeden Formfehler in der Art und Weise, wie du mit ihm umgehst. There's actually an irony in this. Und da gibt's echt eine Ironie in dem Ganzen. The abuser wants his wife and his children to obey him absolutely as the authority. Der Täter will doch, seine Frau und seine Kinder sollen sich ihm als dem der absoluten Autorität unterordnen. The same man will not listen to church leaders, he won't listen to a boss and he won't listen to the government. Und seht die Parallelen, das sind die Männer, die auch nicht auf die Gemeindeleitung, auf die Regierung und sich auch Gott nicht unterordnen wollen. There can be cases in which for the sake of the safety of the wife and the children they may need to be separated. Und es gibt Fälle, um der Sicherheit der Frau oder der Kinder willen, muss es auch mal ist es auch angezeigt, dass es zu einer Trennung kommt. I have another kind of a scale. I'll use like 1 to 10. Ja, ich möchte hier euch noch mal eine Skala vorstellen. Nehmen wir den Wert von 1 bis 10. When there's physical violence, then it's clear we need to find a safe place for them to go. Ja, wenn Leib und Leben bedroht ist, wenn schwere körperliche Gewalt vorliegt, dann glaube ich, ist jedem schnell klar, Mensch, wir brauchen hier einen Ort der Sicherheit für die Frau. There may even be a place for us to get the government involved. Und es kommt auch zu dem Punkt, wo wir die Vollzugsbehörden einschalten müssen. We had a case of a man who was a police officer who was angry with his wife and actually pointed the gun at her and their baby and said he was going to shoot them. Und wir hatten zum Beispiel den Fall, der Mann war von Beruf Polizist und er hat seine Frau und seine Tochter oder das Kind oder die Kinder bedroht und hat gesagt, ich werde euch erschießen. We needed to get that wife and that baby to a safer place. Da ist Gefahr im Verzug und dann muss das Kind und die Mutter geschützt werden. We also reported his behavior to the government authorities. Und wir haben den Aufsichtsbehörden oder wie man es nennt, den Vollzugsbehörden, Ordnungsbehörden auch diese Bedrohung angezeigt. One result was he was fired from the police and his gun was taken away. Eine Konsequenz war, dass er aus dem Dienst entlassen wurde und ihm die Dienstwaffe weggenommen wurde. So there are some cases that are clearly terrible, they need to get out. Ja, das sind offensichtliche Fälle, ja, und dann ist klar, wie man zu handeln hat. There are some cases on the other end where the husband's a little bit grouchy and selfish sometimes, but you really don't see there's any great threat. Aber jetzt gehen wir zur Stufe 1 auf der Skala. Ja, der Mann verhält sich manchmal schon ein bisschen schlecht. Ja, weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Also, and quite frankly, you see as much sin in the wife as you do the husband. Aber wenn man es genau nimmt, kann man in der Frau genauso viel Fehlverhalten sehen wie beim Mann. I mean, this is a problem with the secular interpretation, is it's only one person's fault. Und ich habe euch eingangs gesagt, das ist ein Grundproblem bei dem säkularen Interpretationsansatz. Da wird nur davon ausgegangen, der Mann ist immer das Problem. The Bible defines the problem as sin, not merely power. Die Bibel sagt, das wahre Problem ist Sünde und nicht von vornherein eine Führungsrolle. And sometimes you find a woman who just says, you know, I think I married a loser. I think I can do better. I want to get out. Kein Witz. Ihr findet Frauen, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich habe einen Schlappschwanz geheiratet und ich will hier raus. Das ist kein Mann. And then, loser. I search for a German word. Some English words I think they know. Yeah, that's true. And then there are cases in the middle where you can see that
Some of these behaviors are happening. Und dann gibt es halt auch die Stufe 5, ja. Ihr merkt, da geht was vor sich. But it's not in an extreme. Es ist nicht so extrem wie zum Beispiel bei den Polizisten. And so you're not completely sure. Und du weißt nicht so richtig, wie du dich da verhalten sollst. My opinion is that the wife has to make her own choice in these kinds of situations. Und nach meiner Meinung sollte das Opfer, sollte die, in dem Fall meistens die Frau, selbst entscheiden, was in so einem Fall zu tun ist. A passage that comes to my mind in some of these situations is 1 Corinthians chapter 7. In den Abschnitt, der mir in dem Zusammenhang in den Sinn kommt, ist 1. Korinther 7. And if you read verses 10 and 11. Lasst uns aus 1. Korinther 7 die Verse 10 und 11 lesen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. So, I don't know the exact circumstances Paul had in mind when he's describing this. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, welche Situation Paulus im Kopf hatte, als er das beschrieben hat. But I can tell you that I've come across many situations where this verse comes to my mind as fitting. Aber ich sage euch, es gibt viele Situationen, wo ich denke, wo ich an diese beiden Verse denken muss und denke, dass sie auch passen. I'm saying, I'm not sure you have grounds to leave, but I'm really not sure you don't have grounds to leave. Ich sage zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Recht hast, hier rauszugehen, aber es kann auch sein, dass du an dem Punkt angelangt bist. If you think you need to leave to get to a safe place, we will not discipline you, we will not criticize you. Wenn du der Meinung bist, du musst jetzt hier raus, dann werden wir dich deswegen nicht disziplinieren, ja, das ist deine Entscheidung. We still hope you can be reconciled. Aber es ist nach wie vor unsere Hoffnung, dass du dich versöhnen kannst. We want to work with your husband to bring him to repentance so that you would want him back. Wir sind bereit, und das ist auch unser Ziel, mit deinem Mann zu arbeiten, dass er Buße tut und dass ihr wieder zusammen, gut zusammenleben könnt. We want to help you with the suffering you've endured. Und wir möchten dir auch mit dem Leid helfen, das du ertragen hast. So these are these the middle cases. Versteht? Es gibt diese Nummer 5, 6 auf der Skala Fälle, ja, wo man so wohl raten muss. I'm very reluctant to put pressure on a woman to stay in a situation where she says she feels unsafe. Ich bin sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend, Druck auf eine Frau auszuüben, ihr zu sagen, du musst aber in dieser Beziehung bleiben, wenn sie denkt, ich bin hier nicht mehr sicher. Can I say with 100% confidence that he won't hurt her physically? Kann ich wirklich gewährleisten, dass es nicht wirklich eine Gefahr für Leib und Leben gibt? Probably not. Wahrscheinlich nicht. If some of these things are happening. Wenn einige dieser Dinge schon passiert sind. I'll raise another problem. Ich will noch ein anderes Problem beschreiben. All the different things that abusers are accused of doing, are it's many of those are to some extent in every marriage. Ist ja all dieses Repertoire von Tätern, was sie alles so ja aufzubieten haben, in der abgebildeten Form findet man das wahrscheinlich in jeder Ehe. There are sometimes checklists that you give to a wife or a husband, you know, are these things happening in your marriage? If so, you're being abused. A checklist. And is any of these, are any of these ja. Things happening in your okay. marriage? In this case, you're being abused. Zum Beispiel werden doch diese Checklisten eingesetzt als Fragebogen, wo dann jemand sagen soll, hey, wenn irgendwas von diesen Dingen auftritt, ja, dann handelt es sich ja um Missbrauch. Now, I think these lists can be helpful in identifying different categories of abuse. Grundsätzlich will ich das gar nicht in Abrede stellen. Solche Checklisten können hilfreich sein, insbesondere um Kategorien von Missbrauch zu erkennen. And I've spent a lot of time reading these resources. Und ich habe wirklich viel Zeit darauf verwendet, diese Quellen zu studieren. And I confess, I find it to be very painful to read those lists. Und ich sage auch deutlich, ich finde das echt schmerzhaft, solche Checklisten zu studieren. Because I see some of my own sin. Weil ich dabei einige meiner eigenen Sünden erkenne.
I get angry. Ich werde zornig. I've never hit Caroline. I've never yelled at Caroline. Ich habe Caroline nie geschlagen. Ich habe sie nie angeschrien. But I can just frown at her and hurt her, and she knows I'm angry. Aber ich kann ihr schon meinen Unmut zum Ausdruck bringen und zeigen, dass ich zornig bin. We're all guilty to some degree of manipulating our spouses to try to get them to do what we want them to do. Jeder von uns ist zu einem gewissen Maß schuldig geworden, den anderen zu manipulieren, um letztendlich das zu kriegen, was wir wollen. Many of us have been too critical. Vielleicht waren wir zu kritisch. Selfish with money. Wir waren selbstsüchtig im Umgang mit unserem gemeinsamen Geld. Expressing concern about people who may be having a bad influence on our spouse. Oder wir haben gesagt, boah, das ist doch kein guter Einfluss für dich. One of the questions on the list is, have you ever had sex with your spouse when you really didn't want to? Eine der Fragen auf der Liste ist zum Beispiel, hattest du jemals Geschlechtsverkehr mit deinem Ehepartner, wo du selbst eigentlich gar nicht wolltest? And I was showing the list to a friend who's a pastor. Ich habe diese Liste einem Freund gezeigt, der ist Pastor. He said, I have several times. Dann sagt er, das ist mir oft zugegangen. And here's where it's complicated in terms of evaluating the criteria for abuse. Und ich zeige euch diese Beispiele, um euch aufzuzeigen, wie schwierig das sein kann, Missbrauch wirklich objektiv festzustellen. 1 Corinthians 7:3, read it please. 1. Korinther 7:3, lasst uns diesen Vers lesen. Da heißt es von Paulus: Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. And so my pastor friend, ich habe euch von diesem Freund erzählt, der Pastor ist. If his wife indicates she wants affection, wenn seine Frau ihm unmissverständlich gezeigt hat, sie möchte mit ihm intim werden, it's probably a wise and godly thing for him to serve her, even though he's tired and he'd like to go to sleep. Dann ist es nach 1. Korinther 7, Vers 3 wahrscheinlich weise und richtig, seiner Frau zu dienen, auch wenn er müde ist und eigentlich schlafen möchte. But there have been some men who take this verse and use it in an abusive way. Aber jetzt kannst du den gleichen Vers nehmen als Mann und ihn wirklich zum Missbrauch benutzen, um deinen Missbrauch zu legitimieren. That you must always have sex with me whenever I tell you. Du musst immer Geschlechtsverkehr mit mir haben, wenn immer ich dir das gebiete. I don't care if the children are awake in the next room and need supervision. You come with me. Ist mir völlig egal, ob die Kinder aufgewacht sind und eigentlich unsere Aufmerksamkeit bräuchten. Du folgst jetzt mir. Even if what I'm asking you to do is unpleasant to you, you should do it anyway. Und selbst wenn ich Dinge von dir erwarte, die du nicht schön findest, du musst es trotzdem tun. And this is a criticism of what's happened in evangelical churches, that men take good principles in the Bible and twist them to be able to abuse. Kurze Klammer auf, das ist auch ein Grundproblem unter uns Evangelikalen, dass wir den guten Rat Gottes nehmen und ihn für unsere eigenen Zwecke missbrauchen. But again, the answer is not to take away authority from those to whom God has given it. Aber die Lösung ist nicht, das Wort Gottes zu beschneiden oder die Leitungsfunktion aufzulösen. It's for us to use the authority in a way that pleases God. Das Ziel ist, dass Autorität nicht aufgelöst wird, sondern um Gottes Willen eingesetzt wird, gebraucht wird. The other problem is the woman looks at the list and she says, yeah, my husband does some of those things. Oder das andere Problem ist, eine Frau schaut sich dann so eine Checkliste an und sagt, ja, mein Mann macht einiges dieser Dinge. But like on a scale of 1 to 10, he may be a 2 here and a 3 there and a 1 the other place. It's something that is not as severe and not as frequent. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, dann ist das mehr 2, vielleicht auch mal 3, mehr 1, und es kommt nicht so oft vor. So these criteria can be misused. Das heißt, diese Checklisten können auch missbraucht werden. And then the churches must be ready to do what is necessary to keep victims safe. This is counsel where you can't just say something to somebody. Sometimes you need to find them a place to live. Und ich will an der Stelle auch sagen, Gemeinden müssen in der Lage sein, Wege zu finden, müssen vielleicht sogar vorbereitet sein, Opfer zu schützen, auch körperlich zu schützen. If there's a woman who you believe to be in danger, but she still wants to stay with her husband for now. Wenn es zum Beispiel sich um eine Frau handelt, von der du denkst, sie ist wirklich in Gefahr, sie aber bei ihrem Mann bleiben will.
you probably need to help her come up with a safety plan so that if she had to get away, dann musst du mindestens ihr helfen, wenigstens einen Notfallplan aufzustellen für den Fall, dass es wirklich gefährlich wird. That she would be able to get out fast and have a place to go. Dass sie wirklich schnell auch da rauskommt und auch schon einen Ort hat, wo sie sich hinwenden kann. So the church has a lot to learn. Ich bin überzeugt, die Gemeinde muss noch viel lernen. I wrote another blog which is called Educating Your Elders About Abuse. Ich habe einen anderen Blogbeitrag geschrieben, wo es darum ging, die eigenen Ältesten für den Missbrauch zu sensibilisieren bzw. vorzubilden. There are many church leaders who have been taught the way I was taught many years ago. Denn da draußen gibt's jede Menge Pastoren oder Gemeindeleiter, die sind auf dem Stand, auf dem ich vor 30 Jahren war. They're concerned about protecting marriage and they know that the Lord disapproves of divorce. Die folgen halt einfach diesem Schema, die Ehe ist heilig, die Ehe muss geschützt werden, wir sind gegen Scheidung. And so when a situation of abuse occurs in their church, especially for the first time, they often will mishandle it like I did many years ago. Und es kommt häufig vor, dass wenn in solchen Gemeinden dann Missbrauch, insbesondere wenn es zum ersten Mal passiert, auftritt, die Gemeinde schuldig wird und solche Fälle nicht ordentlich handhabt, so wie wir das auch nicht, wie ich das auch nicht richtig gemacht habe. This is not out of malice that they're trying to hurt women. Und es geht nicht im Kern wirklich darum, dass sie es böse meinen und dass sie den Frauen schaden wollen. It's out of ignorance. Das ist wirklich Unwissenheit, das ist Ignoranz. So I had a case in which I was supervising a woman. The woman was, let's say, 50 years old. Ich hatte einen Fall, da war ich verantwortlich für, und da ging es um die Frau. Sagen wir, sie war um die 50 Jahre alt. And she was counseling in a case with a mother and two young adult daughters. Und diese Frau, Seelsorgerin, hat eine Mutter in der Seelsorge gehabt, die zwei erwachsene Töchter hatte. And the husband and father had been very abusive in many of the ways we've already talked about. Und der Ehemann und Vater war auf eine vielfältige Art und Weise extrem ein Täter, ein Missbrauchender auf viele Arten und Weisen, die wir eben angesprochen haben. And the elders were not, they didn't understand how bad it is and they didn't really know what they should do. Und die Ältesten haben es schlichtweg nicht kapiert, wie schlimm die Situation wirklich ist und was sie eigentlich tun müssten. Now, there's some abuse advocates today who would go to those elders and say, you don't care about women, you are horrible shepherds, you shouldn't even be elders. Ja, und dann gibt's halt manche in dieser Bewegung, die die Opfer natürlich auch zurecht schützen wollen, die aber dann extrem werden und sagen, ihr kümmert euch überhaupt nicht um Frauen. Ihr, ja, weiß nicht, was sie alles sagen, aber auf jeden Fall, ihr solltet überhaupt keine Hirten sein. 1. Corinthians 13 says, love hopes all things, love believes all things. 1. Korinther 13 sagt nach wie vor, die Liebe glaubt alles und hofft alles. I think it's better to say, I know you men are doing your best to fulfill the role God has given you. Ich denke, in so Fällen wäre es besser, wenn man hingeht und sagt, ich weiß, dass ihr es gut meint und ich weiß, dass ihr eure Rolle als Älteste so gut wie möglich ausfüllt. And I would like to share with you some thoughts from my counseling and some resources you might listen to or read to help you do a better job of shepherding the sheep God has given you. Ich möchte euch einfach ein paar Erfahrungen aus meiner und Gedanken aus meiner Seelsorgeerfahrung weitergeben und ich möchte auch ein paar Sachen, Material zum Lesen oder Anhören weitergeben, was euch wahrscheinlich helfen kann, bessere Hirten in eurer Gemeinde zu sein. So you should go respectfully. Das heißt, du solltest in solchen Fällen respektvoll mit den Leitern umgehen. I actually had a church where the woman who was helping in the case brought in my repentance card. Ich habe zum Beispiel mal einen Fall erlebt, wo eine Frau diese Karte, wo es um Buße geht, mitgebracht hat. And as they went through the card, the elders realized he's not repentant. Und sie hat diese Karte genommen und hat sie den Ältesten gezeigt und dann gucken sich die Ältesten die Karte an und sagen, der Mann ist gar nicht bußfertig. He may have shed some tears, but that's worldly sorrow. Ja, der Mann hat sich schon traurig gezeigt und die eine oder andere Träne verdrückt, aber das war weltliche Reue. I know in many cases, if it's a woman counselor, she's not going to want to spend a long time teaching a group of elders.
Und insbesondere, das kann schwierig sein. Nehmen wir an, es ist eine weibliche Seelsorgerin, die sich um den Fall kümmert. Und dann sieht sie, da gibt es ein ernstes Problem. Und dann soll sie jetzt die männlichen Ältesten ansprechen. That's where she might invite a male supervisor. Und deswegen or kann other es elder. Sehr gut sein, in solchen Fällen, dass diese Seelsorgerin noch einen anderen Ältesten einfach mitnimmt und hinzuzieht. Or give resources, saying, here's some audios you can listen to, here's something you can read, so you can think about these things. Ja, und eine gute Hilfe ist immer wieder, dass gerade wenn Frauen Männern was beibringen müssen, dass sie ihnen mit guten Ressourcen helfen. Hier gibt's was, was du dir anhören kannst. Hier gibt's was, was du dir vielleicht lesen solltest. I've had cases where pastors have called me and they've described a situation. Ich habe Fälle gehabt, wo Pastoren mich angerufen haben und einen Fall beschrieben haben. And the Lord helped me to show them that this is not ordinary conflict, this is abuse. And the pastors listened and took appropriate action. Und der Herr hat mich gebraucht, um ihnen zu helfen, zu erklären, das ist jetzt nicht ein normales Eheproblem, das ist wirklich Missbrauch und ihr müsst tätig werden. Another principle that I think is wise for churches when they're in these situations is that there should be a woman in the room with the victim, not just men. Und ein weiteres Prinzip, was ich an der Stelle einfach mal einflechten möchte, ist für Gemeinden, was ihr beherzigen solltet, wenn das Opfer, und das sind ja meistens die Frauen, zur Seelsorge kommen und der Seelsorger sind Älteste oder ist ein Mann, dann sollte immer eine Frau gegenwärtig sein. Titus chapter 2 talks about the older women who can help the younger women. Titus 2 sagt, redet unter anderem davon, dass ja die älteren Frauen den jüngeren Frauen helfen sollen. But let's say the woman has an appointment to meet the pastor or meet with the elders and talk about the problem. Why would you need a woman there? Aber werfen wir mal die Frage auf, wenn jetzt die Frau einen Termin mit den Ältesten oder mit dem Pastor hat, warum sollte da auch eine Frau dabei sein? So that the elders or the pastor is free of wrong accusations if That's he meets one. In private. Yeah. Ja, das ist ein Grund, ja, damit dem Pastor nichts vorgeworfen werden kann. Vielleicht versteht der Pastor das Emotionale nicht so gut. Vielleicht versteht der Pastor das Emotionale nicht so gut. Maybe the pastor does not have really the emotional intelligence to understand that woman. That's kind of what I'm getting at. In die Richtung möchte ich tatsächlich gehen. That I think another woman may be able to understand what this woman is going through. That would be one part of it. Es ist wirklich ein Punkt, ja, eine andere Frau kann wahrscheinlich besser verstehen, was diese Frau jetzt gerade durchmacht als die ganzen Männer im Raum. And often a victim of abuse has a very difficult time speaking, sehr häufig hat das Opfer aber auch große Mühe, überhaupt zu reden und sich zu artikulieren. And so an advocate who has perhaps had some experience in helping women in these situations could almost be like a translator between this woman and her pastors. Ja, und das ist ein weiteres Hinweis auf dieses Advokatenmodell. Es ist gut in so einem Fall, ja, eine andere Frau als Advokaten zu haben, die vielleicht schon Erfahrung hat, wie man dann diese Erlebnisse, die sie aus anderen Fällen vielleicht schon gekannt hat, den Ältesten oder dem Pastor kommuniziert. Sometimes the pastor has a relationship with the abusive husband, where they play golf together or they have meals together now and then. Das kommt auch vor, dass der Pastor vielleicht in der Beziehung mit dem Täter steht. Sie sind Freunde, die spielen vielleicht zusammen Golf oder gehen gemeinsam essen. I'd also had Caroline and I much prefer to counsel couples together rather than just me counseling them alone. It really helps the woman even in those situations to have another woman there. Kurze Klammer auf. Selbst in der normalen Eheseelsorge lieben meine Frau und ich das, wenn wir gemeinsam mit dem Ehepaar uns treffen und nicht, dass ich da alleine mit Mann und Frau sitze. I'll mention a few other blogs that I've written trying to help churches with these situations. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich verschiedene Blogbeiträge geschrieben habe, um Gemeinden zu helfen, mit diesen Situationen besser umzugehen. One is called The Battleship of Abuse.
Ein weiterer Blogbeitrag kann man vielleicht das Schlachtschiff des Missbrauchs nennen. Well, there's a children's game called in America Battleship. I've been told you have it here. Ja, auf Deutsch nennen wir dieses Spiel, das viele von euch wahrscheinlich kennen, Schiffe versenken. Where you position your ships on the board and you hide it from your opponent. Ja, du platzierst deine Kriegsschiffe auf deinem Spielfeld, der andere weiß nicht, wo die stehen. And then they guess where your ships are. Und dann raten sie, wo sich deine Schiffe befinden. And each ship has a certain number of holes in it. Und jedes Schiff hat ja eine gewisse Anzahl von Löchern. And when all the holes are filled, your ship sinks. Und wenn dann alle Löcher tatsächlich getroffen wurden, dann sinkt dein Schiff. So I said, women are like battleships. Und ich habe gesagt, bitte jetzt im Kontext auslegen, Frauen sind wie Schlachtschiffe. What I mean is that there are some women who can take many torpedoes. Es gibt in der Tat Frauen, die können viele Torpedoeinschläge vertragen. And the husband for a long time is doing many bad things. Und über eine lange Zeit tut der Ehemann viele schlimme Dinge. And they stay with it and they stay with it. Und die halten die Nase über Wasser. There are some women who only can take a couple torpedoes. Und dann gibt's aber auch Frauen, die brauchen nicht viel. And then they give up. Und die sinken sofort. The other analogy would be when the battleship sinks. Eine weitere Analogie in dem Bild ist, wenn das Schlachtschiff dann schlussendlich sinkt. It's almost impossible to bring it to the surface again. Es ist fast unmöglich, das Ding wieder an die Oberfläche zu bringen. I'm not saying that's the way it should be. Ich will überhaupt nicht damit sagen, so sollte das sein. I'm saying by observation that's the way I see that it is. Das ist einfach nur eine Beobachtung, was ich erlebt habe. The woman who maybe had like six holes and she put up with so much for so long. Ja, die Frau, die vielleicht schon, bitte erlaubt das Bild, sechs Treffer hatte und schon so viel ertragen hatte. When it finally reached the point that she saw that she and her children needed to leave. Und sie schlussendlich an den Punkt kommt, wo sie sieht, die Kinder und ich müssen hier raus. In her mind, I think it's impossible to imagine the husband coming back. In so einem Herzen ist meistens kein Platz mehr für die Vorstellung, mit so einem Mann noch mal zusammenzuleben. Now, I'm not saying that I would not hope that the husband would really repent. I would still hope that the marriage could be saved. Und ich will sagen, selbst in den schwersten Fällen ist es nach wie vor meine Hoffnung, dass der Mann zu einer biblischen Buße kommt und dass die Ehe gerettet werden kann. But I'm saying, and actually, I use this analogy with the men. Und ich benutze dieses Bild auch mit den Männern. I'm saying, you may not have any torpedoes left. Ja, ich sag dann manchmal, vielleicht hast du gar keine Torpedos mehr in deinem Arsenal. You're taking for granted your wife is going to keep putting up with this. Und du nimmst das einfach als gegeben hin, dass deine Frau das schon alles so erträgt. You may push it one more time and you may lose your wife forever. Aber ich sag dir, es kann sein, du treibst es noch einmal zu weit und du verlierst deine Frau auf ewig. Another blog I did was called a phased reopening of a formerly abusive marriage. A phased reopening of a formerly abusive marriage. Phased reopening fällt mir schwer. A gradual reopening. Ja, phased, okay, verstehe. Also ein langsames Wiederbeleben einer zuvor oder ja einer zuvor von Missbrauch gekennzeichneten Ehe. And I was using the analogy of what happened after COVID. Und ich benutze dort das Bild, was nach COVID aufgetreten ist. And so initially with COVID, everything was shut down. Schaut, am Anfang hatten wir den großen Lockdown. And like where we were, even in the churches, okay, you can meet, but only a few people, and they all have to wear masks. Ja, die Bestimmungen waren ja in Regionen und Ländern anders, aber bei uns war es so, okay, irgendwann mal hieß es dann, ihr könnt euch wieder treffen, aber nur mit dem und dem Abstand und nur mit Maske. And then a few more people with masks. Und dann durften noch ein paar mehr mit Maske, weil es waren nicht alle zugelassen, dazukommen. But it was a gradual process of going from total lockdown, hopefully to return to normal. Und wir haben das so erlebt, dass es von einem totalen Lockdown vom Gottesdienstverbot ganz langsam hoffentlich
eines Tages wieder zum völligen Normal kommen. So I was working with a couple who had been separated for a year. Und so habe ich mit einem Ehepaar gearbeitet, die waren schon ein Jahr voneinander getrennt. And it seemed like the husband was making good progress. Und hat wirklich den Anschein gehabt, dass der Mann Fortschritte gemacht hat. I was working with him, Caroline was working with the wife. Ich habe mit ihm und meine Frau mit der Frau gearbeitet. She was afraid to just say, okay, come home, everything will be like it was before. Und sie hatte Angst zu sagen, ja, jetzt komm wieder nach Hause, ist wieder alles so wie früher. So I'll give you, this is an example. This is not the only way to do it. I'm just going to give you. Ganz wichtig, das ist nur ein Beispiel. Das ist nicht so in jedem Fall. And in often cases they have very little contact during this time. Und häufig gibt's zwischen den beiden in dieser Phase der Trennung kaum irgendwelche Kontakte. You know, perhaps if they're children, they have to communicate who gets the children when. Manchmal wegen der Kinder, um sich abzustimmen, wer hat wann die Kinder. But there's been very little relationship. Aber sehr wenig Beziehung zwischen den beiden. So I might start by saying, okay, I want you to each send an encouraging text with a Bible verse to the other every day. Deswegen fange ich zum Beispiel klein an und sage, ich möchte, dass ihr beide jeden Tag dem Partner einen ermutigenden Bibelvers zutextet. And now, okay, that was going well. Now, by the way, if the husband starts sending angry, controlling texts. Und wenn das gut funktioniert hat, und übrigens, wenn der Mann dann anfängt und wieder ja, kontrollierende, böse Textnachrichten losschickt, dann. Then let's have a phone call. Lass uns als nächsten Schritt ein Telefonat versuchen. Don't try to solve all your problems from the past in the first phone call. Bitte versucht nicht, die ganzen Probleme der Vergangenheit im ersten Telefongespräch zu lösen. Try to build a bit of friendship over the phone. Versucht über das Telefon wieder eine Freundschaft anzufangen zu bauen. That may go on for a while. Das kann auch eine Zeit lang. Okay, now maybe go on a date. Vielleicht wollt ihr jetzt mal zum ersten Mal gemeinsam ausgehen. Go meet at the park and just have fun together. Ja, trefft euch einfach im Park und versucht, was Schönes miteinander zu erleben. Or do something together with the children. Oder macht was gemeinsam mit den Kindern. Okay, that went okay. Das hat dann auch funktioniert. Maybe the wife now is beginning to feel a little bit more safe. Und vielleicht kommt dann auch das Gefühl der Sicherheit bei der Frau langsam zurück. Well, now let's meet together instead of separately, all four of us. And let's see if we can work through the problems that stand between you and coming back together again. Und als nächstes könnte man versuchen, okay, jetzt lasst uns alle vier treffen. Ja, ich als Seelsorger mit Caroline und ihr beide und lasst uns beginnen, an diesen Problemen zu arbeiten. And then maybe through that process, the wife, I mean, it even could be the wife could say, okay, this weekend he has the children and let him stay at home rather than them coming to him. This weekend it's his turn with the children. Have him stay in the house with us instead of. Ja. Es kann zum Beispiel als graduelle Annäherung sein, dass die Frau vorschlägt, an dem Wochenende hätte er sowieso die Kinder. Machen wir es so, er kommt zu mir, also ohne dass ich da bin, aber die Kinder bleiben zu Hause, sie gehen nicht zu ihm und er kommt einfach zurück ins Haus und kümmert sich im Haus um die Kinder. And again, as those things are going well, the wife is feeling safer. You're moving towards the resumption of normal marriage. Ja, und wenn sowas auch gut geht, gibt das Grund, dass die Frau sich sicherer fühlen kann und man irgendwann wieder wirklich dahin gehen kann, dass sie zusammenkommt. Now, there were two couples we tried this with in recent years. In den vergangenen Jahren haben wir das mit verschiedenen Paaren versucht. One couple, the husband sunk the battleship. In einem Fall hat der Ehemann das Kriegsschiff versenkt. The other couple are back together. Und die anderen Paare haben wieder zusammengefunden. And according to Facebook, they're very happy. Und wenn ich Facebook glauben darf, sind die glücklich. One problem sometimes, you know, when the wife separates, is she is leaving the authority of the husband. Ein Problem stellt sich insofern dar, wenn eine Frau diese Gemeinschaft verlässt, verlässt sie ja auch die Autorität ihres Mannes. In that maybe necessary. Und das notwendigerweise. That she's almost living as if she's divorced. We're hoping they'll get back together, but he's not controlling her money and her time the way he would have authority if they were together. Aber sie lebt ja dann für eine Zeit so, als wenn sie auch rechtlich geschieden wären. Das heißt,
Der Mann kontrolliert nicht mehr ihr Geld oder andere Dinge. By the way, I don't think he should be controlling of her time and her money in that sense. Übrigens, ich wollte damit überhaupt nicht sagen, dass der Mann überhaupt das Geld der Frau kontrollieren sollte. But he has no right to lead her. Aber er hat ja in dem Fall in der Trennungsphase kein Recht, seine Frau anzuleiten. But it can be challenging when they get back together for him now to assume leadership again. Aber eine große Herausforderung ist bei der Wiedervereinigung, wie der Mann jetzt seine Leitungsfunktion neu ausübt. And one problem can sometimes occur that if the woman has been influenced by the interpretation of the secular people, she doesn't want the husband to have authority. Und es kann leider sein, dass wenn eine Frau von diesen Interpretationen des säkularen Materials, was ich eingangs erwähnt habe, stark beeinflusst wurde, sie überhaupt nicht will, dass der Mann irgendwelche Leitungsfunktionen in Zukunft ausübt. Now I would add, I think usually the husband needs a totally new idea of his authority, which is to be like Jesus washing feet as a servant. To be a servant leader. Ja, natürlich muss der Mann was ganz Neues lernen. Ja, er hat seine Leitung missbraucht und er muss wirklich Buße tun, den Sinn ändern und muss eine Leitung lernen wie Christus, der bereit war, seinen Jüngern die Füße zu waschen.